Oh, grüß Gott. Ich freue mich natürlich erstmal, dass ich heute Abend hier bin vor den ganzen Witzfiguren. Mein Name ist Lothar Matthäus. Und auch da drüben auf den billigen Rängen ist natürlich eine Riesenehre für mich, dass eben Fußballer wie ich heute Abend hier stehen darf. Natürlich, es wird immer behauptet, nahezu hoch sterilisiert, dass er Lothar Matthäus von sich grundsätzlich in der dritten Person reden hätte. Das ist natürlich Quatsch, das ist Unsinn, das ist eine Riesensauerei, ich bin auch stinksauer drüber, weil Lothar Matthäus normalerweise das niemals machen würde. Und was soll das überhaupt heißen, dritte Person? Ich bin nur einer, dieser Vorwurf ist unhaltbar, natürlich, Sie wissen vielleicht noch, unhaltbar war auch der Ball von Andi Bremer, 82. Minute, links unten, Gorgocea, unhaltbar Weltmeister einmal, Fußballer zweimal, viermal gespielt für Deutschland, 150 Mal verheiratet, aber wie dieses Land... Freunde, wie dieses Land mit einem Lothar Matthäus umgeht, das ist eine Riesensauerei, wie stinksauer drüber. Die dümmsten Menschen dieses Landes dürfen in diesem Land Trainer werden, dann ich ja wohl auch. Jürgen Kohler etwa oder Guido Buchwald, auch Andi Bremer, Sie wissen zwar, dass diese Minute links unten Gorgocea und halber Weltmeister, natürlich, das ist richtig so, absolut. Aber Andi Bremer hat mich angerufen und hat gesagt, Lothar, ich lasse mich scheiden, es kann nur besser werden. Da habe ich gesagt, nein, ist nicht richtig, es kann nicht besser werden, es kann nur jünger werden, aber... Er macht natürlich auch einen Riesenfehler, muss man ganz klar sagen. Er geht in die Öffentlichkeit. Der Lothar Matthäus wird niemals mit der Öffentlichkeit sprechen. Ich spreche nur mit Medien, aber ich bin eben auch Profi, ich bin weltgewandt, ich bin Kosmoprolet und ihr wisst natürlich, Moment.